für die Einladung an den Bund Naturschutz in Bayern, den ich heute als stellvertretender Landesvorsitzender vertreten darf. Ich bin gerne gekommen, um euch zu erzählen, was es auf sich hat mit den perfluorierten Dingen, die da im Wasser sind. Nicht nur die Tenside, nicht nur die Carbonara, sondern auch vor allen Dingen insgesamt die ganze Familie der perfluorierten Stoffe. Da gibt es ein Beispiel in Südbayern, unten im Chemiedreieck bei Altötting, wo jahrzehntelang, 20 Jahre lang die Bürger darum gekämpft haben, dass die festgestellten PFT und PFOA Rückstände in den Gewässern und im Grundwasser untersucht werden und alles getan wird, die rauszubekommen. Die Behörden haben nicht nur geschwiegen, sondern haben das Ganze unterdrückt und haben 20 Jahre nichts getan. Und jetzt ist es klar, dass Tausende von Bürgern in diesem Landkreis diesen Stoff PFOA im Blut haben. Also eine Abart der Familie der perfluorierten Stoffe. Und jetzt wird gesagt, ja, das hätte nicht passieren dürfen, da hätte man früher und so weiter. Aber die, die das sagen, waren diejenigen, die das verhindert haben. Genehmigungsbehörden, Aufsichtsbehörden, bis rauf ins Ministerium. Und jetzt müssen Teile dieses Landkreises hier Trinkwasser aus dem benachbarten Österreich rüberpumpen, unterdückert, denn der Fluss wird unterdückert und dann rübergepumpt, damit sie sauberes Wasser haben. Und jetzt ist eine groß angelegte Sanierung angesagt, die ja natürlich aber Jahrzehnte dauern wird. Darum geht es, den Menschen zu sagen, dass sie Recht haben, wenn sie für ihre Dinge eintreten. Und insbesondere, wenn im Bereich der Ostermärsche, die wir schon seit Jahrzehnten haben, dies mit aufgenommen wird, weil hier auch die Kriegs- und Friedensgeschichte mit dabei ist, hier in Ansbach mit der US-Base, dann ist das richtig, wenn das verbunden wird. Denn es ist klar, diese Schäume kommen ja aus der Base, aus dem Gebrauch als Schaummittel, als Löschmittel. Und wenn es die deutschen Großflughäfen wie Frankfurt zum Beispiel im Griff haben und es ordentlich entsorgen, sauber halten, sodass ins Trinkwasser nichts reinkommt, dann muss das auch in unseren Orten vor Ort gemacht werden. Und Ansbach hat recht, wenn es aufsteht und sagt, es darf so nicht weitergehen. Noch zwei, drei Sätze zu sagen zum europäischen Recht. Wir haben ja europäische Richtlinien geschaffen. 1991 bereits die Richtlinie Nitrat, die allerdings von der Bundesrepublik Deutschland seit 1991, Sie können nachrechnen, immer noch nicht erfüllt wird. Wir haben mehrere Vertragsverletzungsverfahren, die wir nicht erfüllt haben, wo wir immer wieder sagen, es geht nichts zu machen. Und im Moment steht auf dem Spiel über 800.000 Euro muss die Bundesrepublik Deutschland bezahlen, wenn nicht bis nächstes Jahr die Nitratrichtlinie in der Düngeverordnung besser umgesetzt wird wie bisher. Eine Schande für ein hochtechnisiertes Land wie die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn ich eine zweite Richtlinie nennen darf, die FFH-Richtlinie, mittlerweile wissen auch die meisten Menschen, was diese FFH bedeutet, also Flora, Fauna, Habitat. Das heißt, die Feststellung, die vor über 20 Jahren in der EU geschaffen wurde, angesichts des damals feststehenden Artensterbens, hat man gesagt, wir müssen eine Richtlinie machen, die Natura 2000 betrifft. Das heißt, wir brauchen über Europa verteilt viele, viele Gebiete, FFH-Gebiete, in denen das normale Handeln des Menschen, insbesondere Tätigkeiten, Verkehr und Bauen, verboten ist. Und wenn in solche FFH-Gebiete oder angrenzend an FFH-Gebiete Erlaubnisse bestehen, Quellen zu vergiften, Quellen zu verunreinigen, dann ist das eines der schlimmsten Dinge, die es gibt. Wir haben vor wenigen Monaten erreicht, dass die Leute auf die Straße gegangen sind und danach in die Ratshäuser und haben unterschrieben für das Artenschutz
Volksbegehren. Es ist eigentlich kein Bienenvolksbegehren gewesen, war nur der Oberbegriff, damit die Menschen wissen, worum es geht. Es geht ums Artensterben. Und wenn vor über 20 Jahren die FFH-Richtlinie gemacht wurde, weil damals schon das Artensterben dramatische Formen angenommen hatte und heute noch von bestimmten Politikerinnen und Politikern darüber gestritten wird, ob es tatsächlich notwendig sei, für die Arten mehr zu tun. Und die dann streiten, sogar die Bundesministerin, die sagt, ja, es muss in der Landwirtschaft so weitergehen wie bisher, dann müssen wir sagen, nein, es darf nicht so weitergehen und wir müssen dagegen einschreiten. Und deshalb... möchte ich ein doppeltes Dankeschön aussprechen. Das erste Dankeschön an Sie, die sich im kleinen Kreis, wenn man so will, hier auf dem Marktplatz vom Rathaus in Ansbach treffen. Samstagnachmittag, Ostern, alle sagen, oh, gehen wir nicht hin, weil ich habe da was vor zur Oma und wo weiß ich. Dann ist es richtig, dass ihr die Keimzelle dafür seid, dass hier der Weltfrieden beginnt zu wachsen. Wir werden ihn nicht retten, hat mein Vorredner schon recht, aber hier wächst er. Er wächst nur in der Gemeinschaft der Familien, in der Gemeinschaft vor Ort, in der Gemeinschaft unserer Dörfer und Städte und Kommunen. Und deshalb Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Und das zweite Dankeschön ist an diejenigen, die seit einigen Wochen ja international gelobt werden. Wir sind die einzigen, wie Wissenschaftler sagen, die Tatsachen unserer Naturwissenschaft ernst nehmen, sind unsere Kinder in den Schulen. Die trauen sich. Unser Lorenz, ich bin Opa, 17, Gymnasium, der war jetzt auch dabei. Mit Begeisterung. Er hat mit mir diskutiert, ganz klar, der Opa ist BN. Ne, schon klar. Und hat dann auch gesagt, ich gehe hin und wenn es mich tagelang einsperren, Herr Nacht dafür, das ist mir wurscht. Dann habe ich gesagt, geh hin, lass dich nicht tagelang einsperren, mach die 2-3 Stunden ab, die du hast, aber schreib wenigstens auf die Tafel, hier gehören andere eingesperrt und nicht wir Kinder, weil wir 2, 3, 5 Stunden versäumt haben vom Unterricht. Sie haben recht, ich habe gesagt, Lorin, Sie haben sowas von recht, dass ihr sagt, was nützt denn uns das Abitur, der Große hat schon, wenn wir wissen, dass die Zukunft dermaßen verbaut wird, kaputt gemacht wird, dass wir keine natürlichen Lebensgrundlagen mehr haben. Und wenn in der Bayerischen Verfassung, und das möchte ich schon noch sagen dürfen, wenn in der Bayerischen Verfassung unter dem 141er Artikel steht, der besondere Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist unserer besonderen Fürsorge überantwortet. Wir haben dafür zu sorgen, dass sie so bleiben, Boden, Wasser und Luft. Dann sollte das keine Zielvorgabe in der Bayerischen Verfassung sein, sondern das sollte umgesetzt werden von denen, die gewählt sind und in der politischen Verantwortung sind. Die sollten sich nach der Bayerischen Verfassung richten und müssen und endlich anfangen, ernsthaft Boden, Wasser und Luft so zu schützen, dass es unsere Kids später auch noch haben. Abschließend gerne noch einen Satz zur Geschichte, die vorhin schon genannt wurde, nämlich, wie steht es mit der Zukunft in Europa, wenn wir doch wissen, dass in 6 Monaten der Atomvertrag Russland und Amerika auf Treiben von Trump gekündigt wird, dann wissen wir, dass wir hunderte von neuen Atomwaffen bekommen sollen und dann wissen wir, dass viele Mittelstreckenraketen noch mehr wie bisher aufgestellt werden sollen. Und da frage ich mich, ob wir national überhaupt noch in der Lage sind, uns gegen diesen sogenannten Wunsch von Trump und der USA aufzulehnen, zu sagen, nein, da machen wir nicht mit. Wir haben es erst einmal geschafft in der neueren Bundesrepublik Deutschland, damals beim Irakkrieg, wo man gesagt hat, wir machen nicht mit. Und das war gut so. Denn wenn man nach Afghanistan schaut und 20 Jahre Afghanistan-Krieg, dann wissen wir, 7000 junge Leute sind traumatisiert, die können heute noch nicht arbeiten. Das wird alles verschwiegen vom
der Presse, von der Mainstätte, sind zu wenige Informationen da. Und das müssen wir weitertragen. Wir müssen sagen, nein, wir müssen ein Beispiel geben von Ansbach aus über Bayern nach Europa. Wir wollen keine Aufrüstung. Wir wollen nicht, dass unser Bruttosozialprodukt... dass unser Bruttosozialprodukt dir nichts hergegeben wird als Steuergeld für den Kauf von Waffen, für die Unterstützung des Militärkomplexes, der praktisch schon die Macht übernommen hat, nicht nur in unserer Republik, sondern in vielen Ländern ist es doch so, dass sich keiner mehr traut, gegen den Militärkomplex zu sagen, nein, keine Aufrüstung, sondern Abrüstung. Das traut sich fast niemand mehr sagen, insbesondere keiner von den sogenannten etablierten Parteien oder deren Sprecher. Die drücken sich darum und deswegen braucht es so einen Nachmittag wie heute bei Ihnen, dass Sie ein Signal geben, keine Aufrüstung, Abrüstung und eine gute Zukunft für unsere Kinder. Ja, vielen Dank, Sebastian. Wir hören jetzt noch ein Wort vom Arzt Wolfgang Lederer, anschließend noch ein Lied von Ivana Schildbach und dann geht es auf den Ansbacher Ostermarsch. Ich hoffe, dass euch alle noch mitläuft. Die laufen dann in diese Richtung und ich kann jetzt schon sagen, es sind über 250 Leute jetzt schon auf den Martin-Luther-Platz gekommen. Wirklich ein starkes Zeichen. Ich hoffe, wir werden da noch mehr am Marsch und bald geht es dann auch los. Liebe Friedensfreunde, liebe Kriegsgegner, mein Name ist Wolfgang Lederer, ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und Arbeitsmedizin. Ich habe gestern mit meiner Kollegin, der Petra Gassung, in Nürnberg gesprochen. Da hat sie mir erzählt, jetzt mal festhalten, die Älteren vor allem, dass sie 1982 schon hier gesprochen hat zur Schließung von Katterbach und für Abrüstung. 1982, mit der Kollegin arbeite ich zusammen in Nürnberg. Das Thema, über das ich heute reden soll, ist die Lärmbelästigung durch Fluglärm. Auf Englisch heißt es Aircraft Noise. Das ist schon ein bisschen genauer. Da geht es nämlich nicht um Lärm durch Fliegen oder durch Flüge, sondern durch die Flugzeuge und die Fluggeräte. Denn ein Flug von Kranichen oder Staren, da habe ich gar nichts dagegen. Das ist kein Fluglärm, die fliegen da einfach so. Aber wenn Flugzeuge Lärm machen, dann ist es was ganz anderes. Die Definition von Lärm zum Beispiel ist den meisten nicht so ganz bekannt. Der Lärm ist ein unerwünschter Schall. Das heißt, man kann auch etwas laut sagen und es muss nicht immer leise sein, was man sagt. Wenn wir etwas mitzuteilen haben, dann muss man es laut hinausrufen, ganz laut. Es gibt auch Lärm, der einen nicht belästigt. Das wissen alle Leute, die auf ein Rockkonzert oder ein Rockfestival gehen. Da ist es sehr laut, aber angenehm. Während zwei Straßen weiter die Leute sich beschweren, dass es eine Lärmbelästigung ist. Es hängt also mit dem eigenen Empfinden zusammen, was dort passiert. Es gibt noch ein Beispiel in Nürnberg, das ist das Norrisring-Rennen. Ja? Mitten in der Stadt fahren dort Autos im Kreis rum, verpesten die Luft und machen einen Höllenlärm. Für die Leute, die dorthin gehen, sei das ganz normal. Ja, die hören sich diesen Lärm an, sind begeistert, wenn da die Autos ihre Runden drehen. Aber die Anwohner in dieser Gegend, die wohnen gleich ein paar hundert Meter weiter, sind natürlich weniger begeistert. Und als ich Kind war, sind sogar Formel-1-Autos noch durch Stuttgart gefahren, wer das weiß. Die Solitude dort. Das ist in der Innenstadt nahe Park. Da haben Formel-1-Fahrzeuge ihre Runden gedreht und den Lärm dort verbreitet. Hat sich also ein bisschen was getan. Als Arbeitsmediziner weiß ich natürlich, die wesentliche Wirkung von Lärm ist die Lärmschwerhörigkeit. Das hat damit zu tun, dass Arbeitsverfahren, Arbeitsprozesse so laut sind, dass sie das Gehör schädigen, das menschliche Gehör. Den kann man sich dadurch entziehen, dass man entweder dort nicht arbeitet oder geschützt arbeitet. Das ist aber auch bekannt. Man kann Ohrenschutz tragen, wenn bestimmte Prozesse sind, oder man kann es lassen, dann kann man lärmschwerhörig werden. Insgesamt sind durch die Lärmschwerhörigkeit auf der Welt 1,3 Milliarden Menschen betroffen, obwohl es vermeidbar wäre. Im Mittelpunkt des heutigen der heutigen Lärmdebatte steht aber der Lärm, den man sich nicht entziehen kann. Und zwar ist es der Lärm, der entsteht durch den Verkehr, durch die Straße, durch Schiene, aber auch durch Flugzeuge, Fluggeräte. Und zwar durch die Auswahl des Wohngebiets kann man sich dem entziehen,
Das heißt, die Reichen ziehen weg aus diesen Gegenden, die nicht an der Autobahn liegen, die nicht an dem Schienenverkehr liegen oder nicht in der Nähe von Flughäfen sind. Ich selber habe mal in der Nähe von Frankfurt gearbeitet und war dort in der Ausflugschneise vom Frankfurter Flughafen. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, was das bedeutet. Ich habe damals auch die Maschine der US-Armee, die in den Irakkrieg geflogen sind und dort ihre Bomben abgeladen haben, durch Lärm erleben müssen. Dass Lärm krank macht, ist eigentlich nichts Neues. Das weiß man schon sehr lang. Aber die wissenschaftliche Erforschung dessen, was Lärm macht, hat eigentlich zugenommen. Jetzt gibt es noch ein schönes Zitat. Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie die Pest und die Cholera. Dieser Ausspruch ist über 100 Jahre alt und stammt von einem, den sehr viele von Ihnen kennen, nämlich von Robert Koch, der ist Nobelpreisträger der Medizin und Entdecker des Tuberkulosebakteriums. Also er hat Lärm auf eine Stufe gestellt mit wesentlichen Seuchen. Die wissenschaftliche Erforschung der Wirkungen von Lärm, die nicht nur auf das Gehör gehen, hat damit zu tun, dass Lärm anderes macht im menschlichen Körper. Eben nicht nur den Lärmschaden, sondern er hat zu tun mit der Lebensqualität, mit Schlafstörungen, aber auch mit zunehmenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zum Beispiel Zunahme von Bluthochdruck, das Risiko von Herzinfarkt steigt und auch das Schlaganfallrisiko steigt durch Lärmbelastung. Der Mechanismus ist der, dass die Störung der Schlafqualität einstellt. Die Schlafarchitektur wird gestört, es werden vermehrt Stresshormone wie Adrenalin ausgestoßen und das Entscheidende ist, es ist nachgewiesen, dass es keine Gewöhnung an diesen Lärm gibt. Wenn es also heißt, man muss nur lange genug da wohnen, dann stört einen das nicht mehr, das ist nicht der Fall. Auch unbewusst während des Schlafes leidet man unter Lärm, vor allem in der Nacht. Und bei Kindern, ich sehe auch die Kinder hier vorne, ist es erwiesen und nicht nur vermutet erwiesen, dass es Einschränkungen gibt auf der Gedächtnisebene, auf kognitiver Ebene. Es gibt Lernschwächen, es gibt schulische Schwächen. Das ist alles schon erwiesen. Die stärkste Wirkung auf die Gesundheit tritt dadurch ein, dass Depressionen vermehrt fortkommen, wenn der Schlaf nachts gestört wird, vor allem durch Lärm. Es war vorhin schon die Rede, dass eigentlich die Wissenschaft voraus ist, aber nicht wahrgenommen wird. Es gibt auch eine Lärmrichtlinie der Weltgesundheitsorganisation für Westeuropa. Und dort wird geschätzt, dass verloren gegangene gesunde Lebensjahre in Westeuropa über 1 Million vorherrschen. 1 Million Lebensjahre in Europa werden dadurch verloren, dass Lärm auf uns einprasselt. Das meiste davon sind Schlafstörungen, wie gesagt, koronare Herzerkrankungen und mentale Einschränkungen bei Kindern und bis hin zum Tinnitus. Die Forderungen der Weltgesundheitsorganisation liegen genauso auf dem Tisch. 2018 hat diese Forderung erhoben, dass im Bereich Straßenverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr auch die Windräder, die Lärm machen und in der Freizeit gemindert werden muss, damit die Leute nicht krank werden. Und speziell beim Luftverkehr gibt es diese Empfehlung, jetzt mal alle zuhören, die in der Nähe hier wohnen, die durchschnittliche Lärmexposition sollte unter 45 Dezibel liegen, nachts unter 40 Dezibel. Das ist die Meinung der Weltgesundheitsorganisation zur Lärmbelästigung nachts. Was ist passiert? Diese Empfehlungen sind ein Auftrag an politische Verantwortliche, und das haben wir ja schon gehört jetzt, das versagt. Wenn wir es nicht laut hinausschreien. Und das ist der Unterschied zu dem Lärm, der uns zu schaffen macht. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse alleine reichen eben nicht aus. Es ist alles bekannt, was da gemacht wird, sondern es ist wichtig, dass diese Aktivitäten in die Bevölkerung hinausgetragen werden. Und da gibt es auch ein wesentliches Beispiel auf der Klimaseite. Das, was der Club of Rome 1972 in Grenzen des Wachstums beschrieben hat, ist leider eingetreten. Ja? Das Klima wird immer schlimmer. Und jetzt erst stehen die Schüler auf in den Fridays for Future, 47 Jahre später, um darauf hinzuweisen, dass es zu Ende geht mit dieser Welt und dass etwas getan werden muss. Also, every day for future. Und deshalb komme ich auch als Arzt und als Mensch dazu, Minimalforderungen aufzustellen. Das erste ist Nachtflugverbot im zivilen und militärischen Bereich, und zwar sofort. Zweitens, Schließung der Militärbasis Katterbach, zivile sinnvolle Nutzung des Geländes. Als dritte Forderung,
Abzug der Atomwaffen aus Büchel in der Eifel. Und schließlich Abzug der US-Armee aus Deutschland. Army, go home. Danke.